Hallöchen, meine lieben Freunde, wir machen weiter mit Let's Play World of Warcraft. Wir sind im südlichen, ja südlichen, nicht nördlichen Brachland. Das, oh, die Goldader, erste Goldader ever. Letztens noch drüber geredet, jetzt haben wir sie endlich, erste Goldader. Sehr, sehr selten. Sehr, 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 sehr selten. Mal gucken, ob wir ins Kloster kommen. Wobei, ich mache jetzt erstmal keinen, weil wir im letzten Part schon waren. Jetzt mache ich das erstmal nicht. Ein bisschen Abwechslung. Sonst komme ich hier gar nicht vorwärts im Questgebiet. Ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen Blümchen pflücken. 3 von 10, 4 von 10. Jetzt erstmal ein paar Pflänzchen erledigen. Ich bin außer Reichweite. Nee, den nicht. Den Kampfbären. Die Fläche, wo diese Pflanzen hier auftauchen können, ist ziemlich, ziemlich groß. Entsprechend nervig ist es hier irgendwie, diese Dinger einzusammeln. Aber anscheinend wachsen alle irgendwie am Fluss hier. Von 10. Da hinten. Ich muss wieder ran. Ich habe kein Ziel. Das ist zu weit entfernt. Ich habe schon öfter darüber nachgedacht, ob ich nicht das Anzeigensystem hier verändern möchte. Früher gab es so ein Addon, das hat mir die Crit so schön groß angezeigt. Schwierig, wofür ich mich letztlich entscheiden möchte. Ahnung. Oh, wo sind denn hier jetzt da? Ist noch eine. Die sind auch schwer zu sehen, irgendwie. Die heben sich gar nicht so vor dem an sich hellen Gras irgendwie gar nicht so krass hervor. Das ist ein bisschen annoying. Nee, hier bin ich doch. Nee, hier bin ich richtig. Hier bin ich schon einigermaßen richtig. Ah, hier, sehr schön. Die letzten beiden. Nummer 1. Nummer 2. 10 von 10. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Säbelschnauze, die ist dort hinten. Fleischreißerstrauchdieb. Nee, den brauchen wir nicht. Ach ja, das ist die, Quest, die man hier machen muss. Das ist diese Duell. Ja, nennen wir es Duell. Duell-Quest. Ich war ganz knapp hier noch erwischt. Ganz knapp. Danke, mein Freund. Das ist ja doch ein neues Hordenlager. Das will ich doch erst später machen, oder? Ich glaube schon. Eisen vollkommen. Eisen vollkommen. So, die beiden Quests hier. Ich gehe einfach sehr gerne immer systematisch vor. Das kennt er ja schon.
wenn es eine Sache gibt, die ich hasse, dann ist es irgendwie so, wenn man immer kreuz und quer über die Map rennt, von A nach B, von B nach Z, von Z nach Y, von Y nach A und immer wieder hin und her, ihr wisst, was ich meine, es ist nicht so cool. Das ist nicht so cool. Wundert mich, dass ich noch nicht die Auswüchse hier erledigen musste. Ishnu Allah. Oh, hier gibt's eine Folgequest. Eine seltsame Blüte. Ich bin sehr beschäftigt, aber ihr habt mich doch beauftragt. Ah, Proben von verschiedenen Bereichen der Überwucherung. Ja, die werden ausgesprochen hilfreich sein. Ich danke euch, Krieger. Mögen euch die Sterne leiten. Was ist hier geschehen? Habt ihr gewusst, dass das Brachland einst ein üppiges Waldgebiet war? Vor tausenden von Jahren, vor der ersten Zerschlagung, war alles hier grün und gedeint, überwacht von den Kaldorei. Doch als die Kontinente auseinandergerissen wurden und dieses Land geteilt wurde, zu dem, was wir heute Kalimdor nennen, wurde dieses Tal der Natur zu einer rauen, sonnenverbrannten Ebene. Als ich zum ersten Mal davon hörte, empfand ich es als eine große Tragödie. Ich beschloss, einen Weg zu finden, die Wälder erneut wachsen zu lassen. Wie? Beim Studieren des Landes entdeckte ich eine Höhle, die sich tief unterhalb der Erde erstreckt. Unterhalb dieser ausgedörrten Savanne verliefen dort kilometerweit unterirdische Flüsse. Ich nannte diesen Ort die Höhlen des Wehklagens, wegen den heulenden Lauten, die der Wind in den Tiefen erzeugte. Dies würde zum Werkzeug der Wiederbelebung werden, glaubte ich. Das Wasser war bereits an einigen kleinen, aber üppigen Oasen im Brachland an die Oberfläche getreten. Wenn er verstärkt und unterstützt würde, so könnte dieses Wachstum im ganzen Land stattfinden. Was habt ihr also getan? Mein Plan war, diese unterirdischen Wasserwege direkt mit dem smaragdgrünen Traum zu verbinden. Zusammen mit meinen treuen Schülern begab ich mich in die Tiefen der Höhlen des Wehklagens, begann die Meditation und betrat den Traum. Durch meinen eigenen Körper war diese Welt mit ihm verbunden. Das war der Moment, ab dem alles schief lief. Was ist passiert? Ich traf auf etwas, was ich nur als überwältigende Verderbnis innerhalb des smaragdgrünen Traums beschreiben kann. Die Klauen eines nicht enden wollenden Albtraums ergriffen mich und zerrten an meinen Geist. Ich konnte mich aus der Umschlingung nicht befreien, meinen Schülern war es unmöglich, mich zu wecken. Was auch immer diese Verderbnis war, sie fand ihren Weg in unsere Welt durch meinen Körper. Durch mich kanalisierten ihre Energien die Höhlen des Wehklagens und deren furchtbaren Einfluss ließ die Tierwelt dort zu chaotischen Entsetzlichkeiten werden. Selbst meine Schüler fielen ihr zum Opfer. Sie wurden überwältigt von Wahnsinn und Grausamkeit. Sie nahmen Schlangenformen an und nannten sich selbst die Druiden des Giftzahns. Wie seid ihr entkommen? Ich wurde gerettet durch meinen letzten Schüler. Mujo und eine Gruppe Abenteurer. Ich habe geglaubt, die ganze Unternehmung wäre ein Fehlschlag gewesen. Erst mit dem Kataklysmus sah ich, dass ich vieles zu erfolgreich, dass ich viel zu erfolgreich gewesen war. Okay, jetzt check ich's. Also, das ist so ein bisschen die Geschichte hinter unserem Dungeon, was wir in den Höhlen, was wir mit den Höhlen des Wehklagens erlebt haben. Also, das spielt also nachdem wir in den Höhen des Wehklagens gewesen waren. Also deswegen kann Naralex jetzt auch hier sein. Als das Brachland entzwei brach, fand eine große Menge unterirdischen Wassers den Weg an die Oberfläche. Voll der Energien, mit denen es in den Tiefen erfüllt worden war. Sofort entsprang aus dem nahen Erdreich Leben und die Tiere gedeihten. Doch es wuchs weiter, unkontrolliert, ungehemmt. Nun habe ich also die Antwort auf meine Arroganz zu denken, dass ich den Fluss und die Form der Natur beeinflussen könnte. Dieser Überwucherung muss ein Ende gesetzt werden, bevor es alles Natürliche komplett erstickt. Biologischer Eingriff. Die Energien, die hier freigesetzt wurden, sind durch die Wildtiere geflossen. Dadurch wurden sie mächtig und instabil. Wenn wir zulassen, dass sie sich über diesen Hain hinaus ausbreiten, werden diese Mutationen eine katastrophale Auswirkung auf das Ökosystem haben, die Beutetiere verschlingen und die schwächeren natürlichen Kreaturen vertreiben. Ihr müsst gehen und bei dem Bestand der Überwucherung eine Auslese treffen. Kehrt zurück, wenn ihr diese Aufgabe erfüllt habt. Seid vorsichtig. Seid gegrüßt. Ich habe ein paar Ideen, wie man die Überwucherung hier heilen könnte, Krieger.
Leider ist Naralex so aufgebracht, dass er keine weiteren Risiken eingehen möchte. Schlangenabzug. Die Verderbnis, die hier entfesselt wurde, muss eingehend erforscht werden, wenn wir einen wirksamen Weg finden wollen, sie zu bekämpfen. Zum Glück haben sich hier nicht alle Kreaturen gleichermaßen verändert. Die kleineren Schlangen trinken wenig Wasser und fressen kleinere Pflanzen, also sind sie den Energien nur in geringem Maße ausgesetzt worden. Dennoch haben sie genug aufgenommen, um ihre Farbe zu verändern. Geht, sammelt einige dieser Schlangen aus der Überwucherung und bringt sie zu mir, damit wir sehen können, was genau mit den Kreaturen hier geschieht. Möge die ewige Sonne euch bescheinen. Peitschenrankensamen. Es muss einen Weg geben, diese armen Kreaturen zu heilen, ohne ihnen das Leben zu nehmen. Ich habe eine Idee, aber ich brauche eure Hilfe. Die Pflanzen der Peitschenranke, die hier umherstreifen, enthalten Samen prahlvoll mit der urtümlichen Energie dieses Ortes. Sammelt sie für mich ein und bringt sie her, dann sehen wir, was man tun kann. Wir sehen uns wieder. Gut. Ich werde jetzt noch mal eben kurz zurück, weil wir noch die alte Quest hier haben. Aber ich kann auf dem Weg ja schon mal anfangen, so die Mobs zu klatschen. Ja, also man merkt jetzt schon ein bisschen, dass wir hier wieder schwächer werden. Das fällt mir jetzt gerade halt wieder auf. Aber unabhängig davon ist die Geschichte auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass die Höhlen des Wehklagens so ein unterirdisches Flusssystem darstellen sollen, das das Brachland früher mit Wasser versorgt hat. Und deswegen war das Brachland halt früher auch so eine Oase. So wahrscheinlich ähnlich wie Feralas. So. Und dann ist dieser Fluss irgendwie unterirdisch versiegt. Und dadurch kam es dann, wie es kommen musste. Und das Brachland wurde zu der Einöde, die ich eigentlich so sehr schätze. Also ich finde die ja wirklich schön. Ich mag ja dieses einöde Feeling, was es im Brachland so aufkommt. Ich finde das schön. Ich finde das, das hat einen gewissen Charme. Aber ist natürlich jetzt auch interessant, die Rolle der Höhlen des Wehklagens irgendwie zu erkennen. Und auch letztlich, dass wir jetzt wissen, woher der Name der Höhlen des Wehklagens kommt. Eben weil die Luft immer durch diese Höhlen gezogen ist und dabei immer so eine Art Stöhnen verursacht hat, was dieses Wehklagen dann, was dieser Höhle dann den Namen gegeben hat. Des Wehklagens. Sehr interessant auf jeden Fall. Ich wusste das nicht, aber wahrscheinlich für alle, die sich irgendwie ein bisschen mit der Story von World of Warcraft beschäftigen, dann ist das natürlich alles bewusst. Klar, das ist wieder ein Anzeichen dafür, wie viel World of Warcraft doch wirklich auch storytechnisch zu bieten hat und dass es auf jeden Fall einen Grund eigentlich gibt, die ganzen schönen Bücher, die da wirklich auch mittlerweile entstanden sind, vielleicht auch wirklich mal zu lesen. Also da steckt viel Fantasie hinter und auch eine tolle, tolle Welt. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Müsst ihr eigentlich nur eine Chance geben, aber ich bin da irgendwie noch so ein bisschen voreingenommen, ja. Es ist halt irgendwie ein Videospiel und dann Videospiel ein gutes Buch. Ist immer schwierig, das irgendwie zu akzeptieren. Das ist so weit entfernt. Ich muss näher ran. Ich bin aber auf jeden Fall auch sicher, dass es Leute gibt, die würden die Story von World of Warcraft auf gleiche Ebene stellen wie zum Beispiel der Herr der Ringe. Ja. Und ich würde die jetzt im Nachhinein nicht mehr auslachen dafür, weil es wirklich einige Anhaltspunkte gibt, wo ich sagen würde, ja, die Story ist schon nice, muss man wirklich sagen. Und die hat Potenzial. Letztlich ist ja auch ein Film auf der Warcraft-Story entstanden, ja? Auch das muss man immer wieder hervorheben. Das ist so weit entfernt. Obwohl ich den Film nicht so toll fand, das muss ich auch noch an dieser Stelle sagen. Dann kam der eigentlich raus, ich muss mal eben kurz gucken. Warcraft-Film 2017 oder 2016? 2016, Mai. Mit Ragnar Lodbrok. Als Hauptdarsteller. Gott, ich habe bis heute noch nicht Vikings-Szene gesehen. Und ich habe bis heute auch noch nicht die aktuelle Staffel Game of Thrones gesehen. Immer noch nicht.
verurteilt mich nicht. Liebe Leute, ich mache hier Pause. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin, macht's immer gut. Ciao.